Hey Nico! Hey Mann! Bist du das etwa? Ja, bist du das? Digga! Roadtrip-Zeit oder was? Ja, aber hallo! Oh, bist du hier der Schwarzhändler oder was? Ich bin der mit den schwarzen Blackboxes. Alter! Falls wir verloren gehen, ist hier alles aufgezeichnet. Geil! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Roadtrip 2020! Es geht wieder los! Ja, es geht los! Geil! So, erste Station. Klopfen. Machen wir es spannend? Machen wir es spannend? Machen wir es nicht spannend? Machen wir es nicht spannend? Sollen wir wieder klopfen und gucken, ob Hund. Hoffentlich kein Hund, ey. Huff, huff! Ah, da hinten wird schon Brust trainiert, ja. Fleißig. Ja, ah! Links kommt von Herzen. Tschüss dich. Guck mal, ich hab dir was vom Fußball mitgebracht. Ach, hallo, ne? Ja, ich bin auch noch da. Beste Grüße von Olli. Küsschen hier raus. Alter! Persönlicher Boden. Persönlich ist das sogar. Alter. So richtig den. Ey, geil, hast du Shaker. Ey, das kenn ich noch. Was ist das? Was ist das für ein Shaker? Weißt du, wir klappern uns ab und kaufen uns immer coole Schreiber und vom Fußball gibt's welche. Alter Schwede. Steht im Sponsoring-Vertrag nicht drin, ey. Geil. Ja, hier oben, hier sehe ich mich. Jetzt Bock habe, mich eine Runde auszurollen. Ich denke nicht. So. Ist das ein Kackwetter hier draußen in diesem echten Norden. Nico, wohin geht's jetzt? Jetzt geht's erstmal, also entweder Kaltenkirchen oder was essen oder Essen in Kaltenkirchen. Hör auf zu schnacken. Es gibt jetzt erstmal was zu essen. Herr Bade. Ja. Nächster okay. Halt. Kirchen Kalten. Kalten. Das ist ganz schön kalt hier in Kaltenkirchen, Digga. Kalt, ey. Mach hin da jetzt. Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Hallo. Wir sind in Kaltenkirchen. Es ist zwar draußen kalt, aber hier drin sehr wohlig warm. Sehr schöne Box, ja. Ey. Wir haben auch eine Heizung. Draußen ist es kalt. Stell dir mal der Weltöffentlichkeit vor, ganz kurz. Ja, ich bin Sven. Genau, ich bin hier mit Co-Owner, wie es so schön heißt, von der Box in Kaltenkirchen. Und es gibt es seit 3 Jahren. Und ja. Genau. Ja, geil. Ich bin Nico, man kennt mich, ich bin der Typ, der die Liga macht. Und ja, Sven, ich würde sagen, ihr wart ja auch die allererste Box, die ich angemeldet habe. Echt? Ihr wart die allererste. Deswegen gibt es von Foodspring hier auch noch ein kleines Dankeschön. Oh, wie cool ist das denn? Und von uns auch ein kleines Hallo. Hammer. Das ist unser Welcome Present. Sehr geil. Cool. Special vielen, vielen Dank. Delivered bei uns und zusammengepackt von Olli. Cool. Der freut sich, wenn er mal wieder was bestellt. Ja, wir haben uns einfach, er war auch schon mal hier, ich kenne ihn. Ja, ja, echt ja, schöne cool. Box. Wir haben uns einfach mal getraut dieses Jahr. Ne? Wir haben, ja, ach, immer ran an den Speck. Genau, haben wir auch gedacht, egal. Ja, geil. Keine Angst. Und dann, genau. Mit Vollgas rein. Genau. Geil. Ja. Leo, wir sind, wie gesagt, wir treffen uns jetzt jeden Sonntag hier mit, also wir sind glaube ich 15 Leute, die sich registriert haben jetzt für die Fitness-Bundesliga von uns. Na, dann macht doch 30 draus. Ja, naja, und wir treffen uns jetzt halt jeden Sonntag so zum Training und das, allein das macht schon unheimlich Spaß, also wirklich. Selbst wenn da vielleicht der eine oder andere noch bei ist, der jetzt eigentlich noch nicht so weit ist, sag ich mal vielleicht. Aber dieser Zusammenhalt auch für uns, so für die Community und so, ist echt toll. Und das Training macht auch Spaß. Allein wir machen alle Workouts von euch jetzt. Also von 2018, 19 versuchen wir alle so durchzumachen. Du musst mir mal den Fuffi geben. Dass ich nee, machen wir wirklich. Wir suchen uns dann immer, klar skalieren wir die dann immer ein bisschen, weil wie gesagt, Muscle-Ups oder so kann vielleicht noch nicht jeder. Aber das macht unheimlich Spaß. Also siehst du denn eine Progression schon in den Athleten, dass sie sagen, okay, sie sind jetzt seit 4 Wochen oder so, machen sie die Sonntagsklasse und werden in den, was weiß ich, in ihrer Friendzeit besser oder sowas? Oder keine Ahnung. Na, also was auf jeden Fall, was definitiv immer der Fall ist, sie haben halt ein Ziel vor Augen. Ne? Das ist immer super wichtig, das siehst du jetzt auch. Also allein so wie Double Anders jetzt zum Beispiel. Also wir haben ein, zwei Athleten da jetzt bei zwei, die sich jetzt echt den Arsch aufreißen, um Double Anders zu lernen irgendwie. Ja. Und das geht voran. Ne? Also allein, ich glaube, dieses Ziel, das ist auch, glaube ich, das, was ich den Leuten auch immer sage. Ich sage, es ist gut, ich mache ein paar Qualis mit und so weiter, einfach um ein Ziel vor Augen zu haben. Dann ist man, weiß man, oh, nächsten Monat ist wieder eine Quali oder Fitness-Bundesliga irgendwann. Man hat ein Ziel so, ne? Und das bringt dann unheimlich viel immer. Ne? Ja. Ja. So, wir sind jetzt in Hamburg wieder unterwegs hier. Nico, du setzt mich wieder zu Hause ab, oder was? Oh, was ist denn das hier für ein Wetter, Alter? Ich weiß das auch nicht. Ätzend. Also, wir haben jetzt überlegt, wir klappern jetzt keine deutschen CrossFit-Boxen mehr ab, sondern wir fahren direkt nach Portugal durch. Oder? Nach Portugal? Das soll jetzt Wetter gut sein. Echt? Gehört in Polen auch.
bist du denn her, Digga? Nächster Halt ist Lüneburg und der Chris Riegmann, der schreibt mich die ganze Zeit, wann wir da sind. Ja, ich glaube, der freut sich. Ja. Guck mal, eben noch von ihm geredet, jetzt sitzt er da draußen und schwitzt sich einen ab, ey. Pass auf, dass du nicht krank wirst. Ich glaube, der hat dieses Sport gemacht, oder? Kann das sein? Meinst du? Ja. Das kannst du gar nicht wissen, weil du nicht weißt, was es ist. Komm, raus mit dir. Raus mit dir, Opa. Raus mit dir. Rickman. Hallo. Steht er da so ganz... Hallo. Na, alles gut? Warte, ich muss mal... Ah, hier. Media? The Beach. Moin. The Beach. Ich hab scheiße gegessen, ey. Mir ist gerade... Dir ist schlecht? Ja. Schwarz. Einmal kurz. Oh, da haben wir hier das Richtige. Workout ist bist du unser? Bist du unser Ansprechpartner? Nee, ne? Nee. Alex, der kommt gleich. Oh, schneid dich raus. Dann gehen wir einfach schon mal rein. Na gut, dann kurier du dich mal weiter aus, mein Freund. So. Ey, ich hab das Gefühl, wir sind hier in einem Eleiko-Ausstellungshaus, ey. Ja, was muss das sein? Definitiv, ja. Ist ja sehr geil. Ja, manche, also mittlerweile, ja, ein paar andere Hersteller haben wir natürlich auch so ein bisschen, aber eigentlich alles so Eleiko, ne? Ja, sehr cool, ey. Ich schenk mal gerade rüber in die Klaas. Erzähl mal hier kurz die Geschichten zum Automaten, naja. Oh, mal wieder einer der Member ein bisschen zu viel Hunger gehabt und das Ding aufgebrochen. Viel Hunger nach dem Super Bowl, dann passiert sowas, ne? Junge. Brechen Sie hier eine Box ein? Hast du hier alles von Eleiko? Nehmen Sie mit? Nicht meine Milch mit rausgenommen. Mann. Herzliches Glückwunsch. Naja gut, dann kannst du hier, bevor du verhungerst, ja, super. Gibt's ein kleines Welcome-Package von Foodspring. Das ist ein Wahnsinn. Badge. Alter. Das kommt auf die Weste. Alter, ja. Mir fehlt nur noch die Weste und das Patch und dann bin ich auch voll zählig. Das Wichtigste ist ja eigentlich der geilste Shaker der Welt, oder? Ja, definitiv. Ja, ich sehe schon, ihr bereitet eure Member hier schon auf Emeralds Candy Crush vor. So, früh geht's los, frühzeitig geht's los. Ein scheiße Wetter, ne? Ja, das ist wirklich. Ätzend, richtig. Ich kam auch am Wochenende von der Ostsee und da, das war so ein Wind, ne? Wahnsinn. Hammer, ne? Gestern in Bremen, da hat's geschneit. War super. Hab mich richtig gefreut. Ja, wir fahren jetzt weiter nach Malle, ne? Ich da schon. Kommen wir auch an München vorbei. Da kommen wir an München vorbei, ja. So geografisch neben Italien, ne? Ja, beim Mailand. Monaco, da können wir shoppen gehen. Ja. New Mexico. Wunderbar. New Mexico City ist da auch noch. So, Nico. So, Max. Bitte? Ist das ein Hybrid? Ja, Umwelt und so. Wird alles subventioniert. Kann nicht jeder hier so einen fetten Cupra fahren, Mann? So, nächster und letzter Halt für heute. Bielefeld. Bielefeld. Geschenke! Hallo! Hi! Ich weiß nicht, was für Geschenke meinst. Hi, ist dich. Moin! Was, da bist du durch den Schneeregen gekommen? Alter, guck mal, war das schon immer Scheiße, so riesig hier? Was für eine letztes Scheiße. Mal schon, ja. Regnen, schneien, ja, zu hageln, dann mal Sonnenschein. Ach, hör auf. Ja, sag mal, was ist denn das hier für eine Scheiße? So ein Kacken da. Egal. Still hustlen, though. Still am hustlen. Bro. Still am driving, bro. Wow. Aber dafür seid ihr noch relativ pünktlich. Also 24 war angesagt, jetzt ist 26. Ich gehe mal davon aus, ihr wart noch 2 Minuten pinkeln draußen, ja, deswegen seid ihr zu spät. Drohne fliegen. Max hat versucht, sich abzuschneiden. Das hat länger gedauert. Das war nämlich sein erstes Mal heute, dass er sich abgeschnallt hat. Bei der Fitness-Bundesliga ist immer Weihnachten. Oh oh! Ja, oh, mal so, als wenn es nicht gestellt wäre. Guck mal, du bist der allererste, der ein Fußball-Paket bekommt, was gelogen ist. Oh, da steht mein Name drauf. Ja, das ist tatsächlich personalisiert. Und du hast jetzt auch... Geil. Shaker. Endlich habe ich meinen Fitness-Bundesliga-Shaker. No? Hier mit Widmung. Hallo, na? Alles gut bei dir? Ja, was? Bist du am Coachen gerade oder was? Ja, gleich. Ja, wir verteilen hier gerade Geschenke, aber. Aber nur Tobi kriegt Geschenke. Ja, immer nur die Boxer oder was? Die es ohnehin ich schon haben. Ja, aber ich esse doch nur Pizza und Vegan auch noch. Das ist alles richtig gut. Oh. Okay, soll ich die Kamera wieder ausmachen, dann gehst du. Ja, hier. Oh, sag mal, hier am Platz soll es uns hier nicht scheitern, oder? Am Platz soll es uns hier wirklich nicht scheitern. Am Platz haben wir genug. Und ich habe gerade gesehen, wir könnten hier theoretisch eine Spikeball-Meisterschaft ausspielen. Ja, das geht hier teilweise richtig ab. Eins ist schon kaputt gegangen, weil die Leute so hart am Limit gekämpft haben. Ey Nico, wir sollten ganz schnell eine Spikeball-Liga gründen. Pass mal auf, sollte es am Spieltag ein Stechen geben, dass da Punktgleichheit stehen vorherrschen sollte, dann wird das ausgespikeballt. Hinter dir ist der Wanderpokal für den Spikeball. Ach, nicht im Ernst. Das ist ja krass.
könnt gerne gegen unser amtierendes Team antreten. Oh, da werdet ihr uns die abkacken, werdet ihr, ey. Okay, mit welcher Armee willst du das denn rocken? Ja, mit dir nicht. Gut, vielen Dank. Ach so, ja. Vielen Dank für Speise und Trank. Wir hauen jetzt ab. Gerne. Schönen Abend euch. Ja, schöner Reim von ihm. Und weg. Nico, angekommen im Hotel, diesmal kein Kuschelbett für uns beide, wa? Das ist aber sehr, sehr schade. Ah, also Sport lassen wir heute hier ausfallen, dafür morgen aber, oder? Also wir müssen den Leuten auch einen Grund geben, morgen einzuschalten. Ja, müssen sie sowieso. Aber sie können ja jetzt auch einschalten und sich angucken, wie du 50 Push-Ups. Nee, ich meine, es ist nur ein Rombot. Verscheißt. Und morgen wird also hier. Rombot auf 0,5 Quadratmeter oder was? Ja, ich mach's auf deinem Bauch. Auf meinem Bauch. Das gefällt dir doch sonst auch immer. In diesem Sinne, morgen wieder einschalten, oder? Boom, 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 boom! Boom, 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 boom!